Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie wachen auf, bemerken, dass Sie in irgendeinem dunklen Raum sind, nehmen das Feuerzeug aus Ihrer Hosentasche und bemerken, dass Sie lebendig in einem Sarg liegen. Tja, das ist die Story von Buried, lebend begraben. Hallo bei den Conroys, wir sind nicht zu Hause. Paul Conroy hat ein Feuerzeug, ein Handy. Okay. 90 Minuten Sauerstoff. Man fordert $1 Million. Andernfalls lässt man mich in diesem Sarg sterben. Und fast keine Möglichkeiten. Willst du mich verarschen? Tut mir leid, Mr. Conroy. Warten Sie, Moment mal. Woher kennen Sie meinen Namen? Wir dürfen nicht nach Hause gehen. Dieses Arschloch weiß, wo wir wohnen. Was tun Sie gerade, um mir zu helfen? Ryan Reynolds spielt einen, ja, eigentlich unbescholtenen Lastwagenfahrer, der im Irak für seine Firma unterwegs ist und dann eben plötzlich in diesem Sarg aufwacht. Das Besondere an diesem Film ist, dass er wirklich von Anfang bis Ende konsequent nur in diesem Sarg spielt. Mhm. Es gibt auch keine Rückblenden und gar nichts. Man sieht nur die ganze Zeit Ryan Reynolds, wie er sozusagen immer im Lichte dieses Feuerzeugs rumfummelt. Ein Handy hat er auch noch bei sich, das ist sein einziger Kontakt nach außen. Der Akku geht aber langsam leer. Und das ist seine einzige Möglichkeit, sich irgendwie Hilfe zu verschaffen, indem er also über dieses Handy verschiedene Nummern wählt, aber da auch teilweise auf Leute stößt, die ihm nicht weiterhelfen können. Ja, vom FBI an und so. Genau, und seine Ex irgendwie, die will mit ihm gar nicht sprechen und hat gar nicht die Gelegenheit, das ihr zu erklären, was eigentlich los ist. Ja, das ist schon, finde ich, eine reife Leistung, über eine ganze Spielfilmlänge die Spannung aufrechtzuerhalten bei so einem Film. Aber es gelingt. Ja, auf jeden Fall. Es gelingt. Es ist wirklich ein Film, der 90 Minuten lang fesselt. Er ist in Spanien gedreht worden. Der Regisseur ist Spanier. Und Ryan Reynolds ist fast das einzige Amerikanische an dem ganzen Film. Und es zeigt, dass man auch mit einfachen Mitteln im Grunde genommen einen spannenden Film machen kann. Ne? Denn das Budget wird ja nicht allzu groß gewesen sein. Das ist auch wieder so ein Film, wo man sich in den Hauptdarsteller versetzt, so nach dem Motto, Oh Gott, was würde ich jetzt tun? Und so, wen würde ich anrufen? Wen würde ich um Hilfe bitten? Mhm. Wie lange reicht die Luft noch in diesem Sarg? Ne? Ich meine, er macht diverse Mal das Feuerzeug an. Das ist ein bisschen... Verbraucht auch Luft, genau. Verbraucht Luft, ne? Natürlich. Ne? Gut, die Frage ist, ob es realistisch ist, ob an einem Sarg ein Handynetz normalerweise hat. Ne? Aber das gehört eben zur Story dazu. Wenn er kein Handynetz hätte, dann würde es ja gar nicht... Nee, dass er nur im Sarg liegt, das wäre doch ein bisschen langweilig. Also das muss schon so sein. Das muss schon so sein, ja. Es kommt immer eine Schlange zwischendurch in den Sarg. Weiß man auch nicht genau, wo die herkommt. Auch ein bisschen komisch. Aber, Astloch oder der. Aber bis auf diese Kleinigkeit muss man sagen, ein Film, der in sich auch trotzdem schlüssig ist. Ein sehr interessantes Ende, würde ich mal sagen. Wollen wir natürlich nicht verraten. Und Ryan Reynolds, der ja eigentlich mehr so bisher aus Liebeskomödien und so bekannt ist, liefert ja auch eine reife Leistung als Darsteller ab, muss man doch sagen. Also er ist mehr als nur der Schönling. Das kann man auch mal feststellen. Ja, dieser Film ist toll. Kriegt von mir 9 Punkte. Die Extras sind auch ganz interessant. Es gibt ein Interview mit Darsteller und Regisseur. Und es gibt vor allem auch ein paar Einblicke in die Dreharbeiten. Weil es ist ja schon interessant, wie sie das natürlich gedreht haben, dass man zum einen diesen dunklen Sarg simulieren muss und auf der anderen Seite aber trotzdem irgendwie auch mit Licht arbeiten muss und so. Das ist schon mal interessant. Also es ist sehr sehenswert, was da an Extras mit drauf ist. Daher würde ich dem 7 Punkte geben. Ich gebe den Extras 6 Punkte und dem Film, wirklich spannend und gelungen, 9 Punkte. Gut. Ja, dann würde ich sagen, ab in den Sarg, ne? Nein, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das haben musste.